Ja, ja, es läuft zunehmend schlecht für den guten alten Volkswagen. Die schlimmste Krise, heißt es, seit sie damals in der Wolfsburger Kantine die Currywurst abgeschafft haben. In dieser Woche hat man sogar die seit 30 Jahren bestehende Jobgarantie aufgekündigt. Deutschlands größter Konzern hat ein Problem. Und damit wir alle. Was ist los bei VW? Ist das denn jetzt wirklich das Ende des Standorts Deutschland? Wenn VW hustet, bekommt Wolfsburg eine Lungenentzündung. Kann Deutschland noch Auto? Wie groß ist denn Ihre Sorge, dass sich ganz Deutschland ansteckt? In die Armbeuge, Mann! Wie oft denn noch? Scheiße, du. Ja, wenn VW am Tropf hängt, wird Deutschland eingeschläfert oder so ähnlich. Und tatsächlich sind deren Gewinne in Wirklichkeit nach wie vor imposant. Ja, die Gewinnmarge der Kernmarke und des Mutterkonzerns ist zu klein. Und so überbieten sich die Politiker jetzt mit immer neuen Rettungsvorschlägen. Was hatten wir alles? Transformationsstrompreis, sagt die SPD. 4-Tage-Woche, Streichung der E-Auto-Prämie. Es hört nicht mehr auf. Fakt ist, es ist wirklich so, für die Autos, die sie noch verkaufen, hat VW mit deutschen Lohnkosten möglicherweise zu viele Werke. Und das tut weh, sich das einzugestehen, weil da Existenzen dranhängen. Nicht zuletzt in Niedersachsen. Und ganz ehrlich, was bleibt von Niedersachsen ohne Volkswagen? Richtig, viel Gülle. Sehr viel Gülle, meine Damen und Herren. Und Volkswagen erlebt jetzt sowas wie den perfekten Güllesturm. Die Spätfolgen des Dieselskandals, zu teure E-Autos und ein schwächelndes China-Geschäft. Was man sich von chinesischen Kunden mittlerweile anhören muss. Würden Sie auch eine deutsche Marke kaufen? Ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Das ist eher was für die Generation meines Vaters. Ja, ja, in China beleidigen sich junge Leute schon mit: Deine Mutter kauft deutsche E-Autos. Ja, in China ist Volkswagen so derartig uncool, die verkaufen den VW ab da schon als VW Down, meine Damen und Herren. In Sachen E-Autos, heißt es, hat China gegenüber Deutschland geschätzte 10 Jahre Vorsprung. Ja, auf uns, das Land der Ingenieure. Kann man sich sowas vorstellen, meine Damen und Herren? Stellen Sie sich Fragen, war der Wackeldackel wirklich unsere letzte bahnbrechende Erfindung? VW hat immer noch keinen bezahlbaren E-Kleinwagen auf dem Markt. Das ist nicht gut. Im August ist der E-Auto-Absatz insgesamt in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 69% gesunken. Ja, gut, ich meine, wer hätte das auch ahnen können, dass E-Autos die Zukunft gehört, ne? Also, außer Peter Lustig. Ja, dieses Auto fährt nicht mit Benzin. Was? Nur Batterien? Ja. Und eines Tages, wenn wir weiter erfinden und nachdenken, dann kriegen wir vielleicht all diese Benzinstinker von der Straße. Ja, leider haben wir nicht nachgedacht, meine Damen und Herren. Peter Lustig, was für ein Visionär. In der Folge danach hat er eine Wärmepumpe in seinen Bauwagen geschraubt. Der ist dann abgebrannt, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist jetzt gar nicht der Punkt. VW-Chef Oliver Blume, oder wie ich ihn nenne, der Märtyrer von Wolfsburg. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich tue ja auch noch meine Pflicht. Ja? Und die Konzernleitung, die klagen jetzt vor allem über hohe Lohnkosten und teure Energie. Dabei, sag ich mal, wäre ein bisschen mehr Selbstkritik durchaus angebracht. Stichwort Software. Moderne Autos sind heute Computer auf Rädern, wissen Sie. Und da hat VW schlicht versagt. Seit Jahren versuchen sie mit der Tochter Cariad für 10 Milliarden eigene Software zu entwickeln. Und das Ergebnis ist, wütende Kunden berichten immer öfter von Problemen mit der Klimaanlage oder dem Navi. Und nicht nur das. Auch in Assistenzsystemen macht sich das Fehlervirus bei den VW-Marken offenbar breit. Und wird damit zum echten Sicherheitsproblem. Benutzer berichten von Ausfällen der Notbremsfunktionen und Spurhalteassistenten. Ui, ja, im Grunde, ja, wie erklärt man das? Im Grunde wie Kit früher bei Knight Rider, nur in Scheiße. Diese Woche gibt es auch noch neue Berichte über VWE-Autos, die selbstständig Vollgas geben. Ja, ist übrigens eine Top-Ausrede, wenn die Polizei einen blitzt. Ne? Sorry, VW-Software, machst du nix? Ja.
Im Moment läuft das wohl öfter mal so. Man fährt mit seiner Frau zum Romantikwochenende nach Paris und friert sich den Arsch ab, weil die Software den Innenraum auf 12 Grad einstellt, aber die Sitzheizung auf 250. Dann wählt das Entertainment-System bei Spotify aus Bosheit den Pur-Hitmix in Endlosschleife. Und wenn man versucht, den auszumachen, geht der Sitz nach vorne. Ja. So, und dann entscheidet das Navi selbstständig, dass es jetzt doch keinen Bock hat auf Romantik in Paris. Neues Ziel, das zauberhafte Wolfsburg. Ja! Softwareprobleme ohne Ende. Ja. So, inzwischen hat Volkswagen übrigens sein Software-Waterloo eingestanden und kauft sich für geschätzte 5 Milliarden beim US-Startup Rivian ein. Die sollen jetzt so schnell wie möglich was Brauchbares für VW entwickeln. Ansonsten kann man nur hoffen, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Und ich sag mal so, Lohnkosten runter, das ginge ja auch anders, oder? Hier, Idee. Die berühmte Erlebnisabholung in Wolfsburg läuft ab jetzt so. Die Kunden betreten den Showroom, um ihren neuen Golf abzuholen, aber vorher müssen sie erstmal einen anderen zusammenschrauben. Logisch. Ja, warum soll man als Käufer nicht auch so einem notleidenden Konzern mal helfen? Ist ja kein Hexenwerk, ne? Na klar, Stoßstange antackern, Lenkrad, Fenster, schnell noch die neueste VW-Software programmieren. Und dann kriegt man erst die neue Karre. Zur Vorbereitung empfehle ich übrigens diese Montageanlage. Ja, ist aber eigentlich selbsterklärend. Und eins finde ich wirklich seltsam. Der Konzern verkündet sinngemäß, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Aber noch im Juni, also im Grunde vor ein paar Wochen, haben sie 4,5 Milliarden Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Davon geschätzte 2 Milliarden an die Familien Porsche und Pirch. Ist das denn wirklich das richtige Signal in Krisenzeiten? Müsste man zumindest mal erklären.